Hallo und herzlich willkommen. Manche Videos, die muss ich einfach nur schnell machen, weil mich plötzlich irgendwo im Internet der Wahnsinn zu stark anspringt. Wie zum Beispiel hier bei diesen Nachrichten von meinem Internetprovider. Ich habe mich sowieso schon oft genug gefragt, warum solche völlig banalen Informationen, die da in der Regel an ganz vielen Ecken heute als Nachrichten präsentiert werden, warum überhaupt irgendjemand auf die Idee kommt, dass es echte Nachrichten sein könnten. Mir ist aber eben seit längerem schon aufgefallen, dass uns zwischen diesen Banalitäten da auch immer irgendwelche Informationen so als selbstverständlich untergejubelt werden, die aber erstens nicht banal sind und zum zweiten für Deutschland auch keine Selbstverständlichkeiten. Immer schön zwischen dem Rückruf von Bio-Eiern und Tipps gegen Sodbrennen verpackt. Wie zum Beispiel hier die Nachricht auch mit dem Fleckfieber, mit den Zecken, dass das auf einmal in Deutschland aufgetreten ist, dass er das gefunden haben. Das ist keine banale Information, weil diese Zecken, die das verursachen, die kommen ja schließlich aus Afrika, das sind nicht solche Zecken, wie es sie bei uns gibt. Die lösen ganz andere, noch viel extremere Krankheiten aus, nämlich Fleckfieber. Und ganz anders wie bei unseren einheimischen Zecken, wo ja nur der von einer Zecke gebissene eventuell Borreliose bekommen kann, ist Fleckfieber ansteckend. Die Experten sind ganz verwundert, dass solche Zecken aus Afrika, denn Fleckfieber tritt überwiegend in West- und Zentralafrika auf und in Südamerika und in Asien und da vermehrt in Gefängnissen und Flüchtlingslagern. So steht es zumindest in den Informationen vom Deutschen Tropeninstitut. Die zweite Information, die auch alles andere als banal ist, aber hier auch so zwischen Bio-Eiern und dem Tipp für Radsportler, dass sie im Sommer salzhaltiges Wasser trinken sollen, verpackt ist, betrifft nämlich die Zunahme von Geschlechtskrankheiten und besonders Tripper und Syphilis in Deutschland. Also Geschlechtskrankheiten, die gerade hier in Deutschland seit zig Jahrzehnten, sag ich mal, schon als ausgemerzt gegolten haben und deshalb überhaupt keine Rolle mehr in der Öffentlichkeit spielten, genauso wie eben TBC oder Typhus. Und auf einmal stellt der Präsident der deutschen STI-Gesellschaft, das ist die Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit, fest, dass Tripper, Syphilis und ähnliche Krankheiten in den letzten Jahren wieder zugenommen haben. Und dass es eben für diese Krankheiten, die ja bisher völlige Ausnahmeerscheinungen waren, weil sie als ausgemerzt gegolten haben, dass es eben für diese Krankheiten mittlerweile auch schon wieder Selbsttests gibt, die man so in der Apotheke kaufen kann. Und für diese tollen Selbsttests quasi geworben wird, weil man die ja zu Hause anwenden kann. Syphilis ist aber keine Gentleman-Krankheit oder Lady-Krankheit, sondern Syphilis ist eine Volksseuche, die im Endstadium das zentrale Nervensystem zerstört. Noch um 1900 war in einem Krankenhaus in einer Stadt, wo also Patienten aus der Stadt eingeliefert wurden, jeder zehnte Patient, jeder zehnte mit Syphilis infiziert. Und erst ab 1909 wurden dann Medikamente entwickelt, damit das in Deutschland ausgemerzt wurde. Und bis vor ein paar Jahren gab es das so gut wie gar nicht mehr in Deutschland. Höchstens mal in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, wenn das irgend so ein Verrückter aus einem Sexurlaub mitgebracht hat. Aber ansonsten galt Syphilis als ausgerottet in Deutschland. Und seit einigen Jahren ist sie also wieder auf dem Vormarsch. Und solche Informationen werden uns dann eben zwischen Bio-Eiern und Radfahrtipps untergejubelt. Das ist aber alles andere als banal.
Normalerweise lese ich ja so einen Quatsch nicht, da solche Nachrichten. Aber hier doch, weil es eben keine banalen Informationen sind. Und in diesem Bericht über diese Zunahme der Syphilis in den letzten Jahren, da wird nicht mit einem Wort danach gefragt, obwohl das ja das Institut ist, was dafür zuständig ist angeblich, woher das denn wohl kommen könnte, diese Zunahme in den letzten paar Jahren. Das spielt für dieses Institut scheinbar gar keine Rolle, die Ursachen dazu erforschen. Obwohl es doch angeblich die Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit ist. Und da gehört ja schließlich dann Ursachenforschung, meiner Meinung nach zumindest, als fester Bestandteil dazu. Naja, auf jeden Fall war ich echt geplättet und unangenehm überrascht, dass solche wichtigen Informationen da zwischen Haushalts- und Gesundheitstipps verpackt sind. Allerdings Gesundheitstipps so aus der Kategorie Hilfe bei Sodbrennen und was muss ich beachten, wenn ich im Sommer Fahrrad fahre. Weil diese Informationen aber eine ganz andere Qualität haben, dachte ich mir, ich teile das einfach mal. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen und bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.